1971 war die Welt in Bewegung. Aber hier bei uns war es so, als ob die Zeit stillstehen würde. Wir kämpfen für die Befreiung der Frauen. Ich fühle mich aber nicht unfrei. Aha, wegen Frauen wie Ihnen geht's nicht vorwärts. Was hältst du davon, wenn ich wieder arbeiten würde? Ist dir das wichtiger als unsere Familie? Und ohne meine Zustimmung kannst du das auch gar nicht. So ist das Gesetz. Frauen in der Politik, meine Damen, das ist schlichtweg gegen die göttliche Ordnung. Nein. Ich bin nämlich fürs Frauenstimmrecht. Zum Glück ist Ihre Meinung nicht ausschlaggebend. Ich bin dabei. Dabei? Beim Kampf. In Italien, die Leute streiken, wenn sie was wollen. Wir müssen unsere Vaginas kennenlernen. The Eye of God. Was hat sie gesagt? Nichts. Es ist irgendwas Blasphemisches. Ach so. Ich finde auch vieles ungerecht. Und ich mache deswegen nicht so einen Aufstand. Wenn das nicht aufhört, dann werden wir etwas unternehmen. Los, nach Hause. Komm. Die Männer machen die Gesetze. Aber betroffen von diesen Gesetzen sind wir auch. Weil es eigentlich glasklar ist, wie himmelschreiend ungerecht das ist. Für wen ist die Reservierung? Für das lokale Aktionskomitee, fürs Frauenstimmrecht. Das Weib hat in der Gemeinde zu schweigen, so steht's in der Bibel. Du sollst nicht Ehe brechen, steht auch in der Bibel.